Grund, wo ein Set-Booster ist, muss auch ein Draft-Booster sein. Damals, als Draft-Booster noch gekauft wurden, weil Set-Booster waren so viel cooler, gucken wir uns an, was ein Draft-Booster so kann beim nächsten Booster. Ein grünes Mana, eine Kreatur kriegt +1/+1 und Hexproof bis zum Ende des Zuges. Eine +1/+1 Marke sogar. Village Rides, ein Mana Instant, man opfert dazu, welche Kosten eine Kreatur und zieht 2 Karten. Stalwart Valkyrie. 4 Mana, 3-2. Man kann 2 Mana bezahlen und eine Karte aus dem Friedhof exilen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Und das Ding kann fliegend. Only the Worthy may pass. Geil. Disdainful Stroke. 2 Mana Instant. Man countert einen, also man negiert einen Zauber. Mana-Kosten 4 oder weniger. Das ist stark. Dwarven Reinforcements. 4 Mana, man kriegt 2-2-1 Dwarfs. Berserker. Und mit Vorteil, das heißt, man kann die Karte für 2 Mana verdeckt legen und danach für 2 Mana spielen. Was ganz cool ist. King Haralds Revenge. Ich finde es immer noch witzig, dass hier ein King Haralds gibt. 3 Mana Sorcery, eine Kreatur kriegt +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Für jede Kreatur, die man kontrolliert und Trampel. Und sie muss geblockt werden. Was auch cool ist. Giant Ox. 2 Mana 06. Man kann mit dem Croon, mit der Widerstandskraft starten, mit der Stärke. Undersea Invader, 6 Mana, 5-6 Flash, wenn ein Spiel vom. Nee, der kommt getappt ins Spiel. So ist. Okay, krass. Wardrobber, 2 Mana, 1-3. Für 1 Mana tappen kann man eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof exilen und Treasure Token kriegen. Broken Wings, eine Eule, oh mein Gott. 3 Mana, spontan zaubern und zerstört ein Artefakt, ein Enchantment oder eine Kreatur mitfliegt. Rune of Sustenance. 2 Mana ist eine Rune, Aura, und man verzaubert entweder eine Kreatur oder ein Equipment. Man kann irgendein permanentes verzaubern, aber die beiden machen halt nur Sinn. Und man zieht eine Karte, wenn das Ding ins Spiel kommt. Und die Kreatur kriegt Lifelink und die Verzauberung gibt Lifelink. Die Ausrüstung gibt Lifelink. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Frostpyre Arcanist, 5 Mana, 2-5, kostet 1 Mana weniger für jeden Giant oder Wizards. Das ist nicht schlecht. Und wenn er ins Spiel wegkommt, sucht man sein Deck nach einer Hexereikarte, die dieselben Namen hat wie eine Hexereikarte in unserem Friedhof, nehmen die auf die Hand. Okay. Great Hall of Starnheim, oh, wunderschönes Artwork. Kommt getappt ins Spiel, tappen für ein schwarzes, zwei weiße, ein schwarzes, tappen, opfern. Man kriegt einen 4-4 Engel Warrior Token mit fliegend, kann man nur wie eine Sorcery machen. Und unsere Rare ist In Search of Greatness. 2 Mana Verzauberung, richtig cooles Teil. Zu Beginn des Versorgungssegments können wir einen permanenten Spell von der Hand casten, der 1 Mana höher ist wie die Karten auf dem Feld, die wir besitzen. Ohne seine Mana-Kosten zu bezahlen. Richtig cool. Wenn man es nicht macht, scryt man. Richtig gute Commander-Karte. No-Cover-Swamp und ein Elf-Warrior. Ja. Soviel zu dem Draft-Booster. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Na, Blackseed. Ciao, ciao.